Hallo, guten Abend und willkommen zu unserem Stream am 4. Januar. Jo, bisschen spät wieder heute dran. Heute gibt es Geotastic. Dann packen wir ein kleines Paket aus. Und dann geht es endlich weiter in Victoria 3 in unserem Run als Österreich. Aber zuallererst. Versuchen wir, unseren Rekord zu brechen. Ich dachte, wir trinken heute Abend nicht. Tun wir auch nicht. Das ist Gordons alkoholfrei. Hä? Und weißt du, er schmeckt unglaublich gut. Echt? Ja, unglaublich gut. Gordons alkoholfrei. Wie wär's? So. Unser Rekord liegt bei 56 Ländern in Folge. Let's go. Gestern haben wir nur 30 geschafft. Bangladesch. Gut, gut, gut. Und weiter. Ja, es ist irgendwas Slawisches. Oh, war das gerade Kyrillisch oder was? Okay, wir haben Lateinisch und Kyrillisch. Könnte Serbien sein. Moment. Nein, 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 nein. Es ist Serbien. Es ist Serbien, nicht Russland. Hallo zurück, Jürgenos. Wie geht's? Wie steht's? Ne, King of Gags, ja, ich jetzt noch nicht genauer nachgeguckt. Aber kann mit auf die Liste von Sachen, die man mal spielen kann. So an irgendeinem Community-Samstag oder so könnte das vielleicht passen. Oh, was steht da? Mexiko oder Ecuador? Mexiko wahrscheinlich, ne? Sag mal. Warum blurrt ihr das denn, ihr Verbrecher? Ich glaube, da steht Mexiko. Jo. Galvarino. Sí, señor. Galvarino. Spanisch sprechendes Südamerika. Muss gar nicht Südamerika sein, kann auch Nordamerika sein. Wobei, wenn das Spanisch war, kommt hier jetzt wirklich gar nichts, oder was? Aha, so. Das ist kein argentinisches Nummernschild. Zeig mal nochmal her hier. Galvarino. Muss jetzt nicht zwingend Spanisch sein. Ton. Alinco.
PTE. Sind es vielleicht doch USA oder Kanada? Obwohl, das Schild sieht eigentlich auch... Aber das Nummernschild war halt nicht argentinisch. Chile? Nee, da passt das Auto nicht. Doch, doch, das ist alles Spanisch. Oder ist da eine Domain oder was? Ah, man kann sie nicht erkennen. Ist das CL? Aber für Chile passt halt, wie gesagt, die Autometer nicht. Das ist ja ein... Oh, 20 Sekunden nur noch. Moin, Kapi. Sag ich Chile, obwohl die Meter nicht passt? Komm, ich sag Argentinien. Das kommt davon, wenn man sich nur auf die Meter verlässt. Diesmal haben wir es erkannt. Das haben wir auch erkannt. Was ist ein Löwe oben drauf? Müsste eigentlich Macau sein, oder? Oh, Moment, was war das? Ah ne, kein Taiwan-Pfosten. Mit dem gelben Taxi wird es nicht Hongkong gewesen sein. Taiwan. Nee, ich glaube, ich bleib bei Macau. So. Wie geht's euch denn so? Wie war denn euer Tag? Was? Latex? Subotica. Wir haben es zweisprachig. Setnik. Novisat. Das ist wahrscheinlich Serbien, oder? Aber hier irgendwie... Da ist Novi Sad. Na, guck mal. Und da oben ist Subotica. Passt doch. Ah, guck mal. Jürgenos kennt die Stadt sogar auch. Ah, Französisch. Dann brauchen wir jetzt... ein Nummernschild. Wahrscheinlich... Ich würde sagen, wahrscheinlich Frankreich, aber... Aha. Wir wollen mal... Ah, auch hier mit den Masten. Das wird Frankreich sein, das ist nicht Belgien. Ja, komm, let's go.
Nee, das ist hier gar nicht Südamerika. Das ist hier... Was, Indonesien oder... Ah, das schwarze Auto, ey. Indonesien oder Malaysia? Denk und Garn, die Hadapan. Aha. Die Hadapi, die Hadapan. Wir haben doppelte Mittelstreifen. Das könnte ein Zeichen für Malaysia sein. Wollen wir es riskieren? Ansonsten müssen wir jetzt gucken, ob wir eine Fahne finden. Die sind halt auch nicht so selten, aber... Warte mal, ist da irgendein Logo dran? Da kann man ihn nicht lesen. So. Da waren auch chinesische Schriftzeichen. Ja, komm, das ist Malaysia safe. Erdnispen, sie sagt Paragraphenzeichen, Paragraphenzeichen. Du dachtest jetzt, dass mehr Paragraphenzeichen kommen, hab ich recht? Paragraphenzeichen, Paragraphenzeichen. Hallo, Lotuspensi. Zeichen, Paragraphenzeichen, 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 Paragraphen. Zeichen. So, gut, dann haben wir das auch überstanden. Na, Lotuspensi, wie war dein Tag? Wie geht's? Wie steht's? Tja, was ist das hier jetzt? Lesotho oder das Swasiland? Lesotho oder Eswatini, eins kann's nur sein. Ich meine, es könnte auch Südafrika sein, aber das sehe ich irgendwie nicht. Ich bin ja eher so Lesotho-mäßig hier, würde ich mal sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt einen eindeutigen Hinweis finden, ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Darum werden wir hier am Ende wahrscheinlich mit unserem Gefühl gehen müssen. Carfunterdur sagt, wenn Evoxro ist tot, hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of ist tot, das a golden sky einst ist wie Silver Song of the Lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, do your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart and you'll never walk alone, you'll never walk alone. When you walk through is tot, hold your head up high and don't be afraid of the dark at the end of ist tot, there is a golden sky. A golden sky. Mein Tag war ziemlich müde, Lotuspensi. Vielleicht merkt man es mir ein bisschen an. Aber heute ist Victoria 3 und da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ich hoffe nur, ich kann konzentriert genug sein. You will never walk alone. Ist das dieses Fußballlied, das sie bei dem Verein, einen Verein in England immer singen? Ja, komm, sagen wir Lesotho. Lucky, lucky, lucky. Ah, die schöne Insel. La Réunion. Oi, kein Training in Würselen, Lotuspensi. Das ist ja... Kommst du damit zurecht? Hast du einen Ersatzplan für den Freitag? Israel. Ah, verdammte Scheiße. Genau, bei Liverpool. Ach, und in Glasgow auch? Na, wer war denn zuerst? Schwer damit zurechtzukommen. Eine Autobahn irgendwo, nirgendwo.
Die sehen aus, als könnten die Türken sein. Und sind sie auch. Passt, passt. Das ist koreanisch. Asiasan, was? Nochmal Türkei? Könnte schon sein, ne? Dortnis Prinzi sagt, SV Würsel in bester Schachverein der Welt, wann kommst du zu uns? Was soll ich denn da? So gut bin ich nicht im Schach. Umut Market. Ja, vielleicht ist das wirklich wieder Türkei. Sieht alles ein bisschen danach aus hier. Juhu! Doppeltürkei. Als erstes war Liverpool. Die Grünen haben das adaptiert. Da gibt es aber auch, soweit ich weiß, eine Verbindung. Ach so. Na dann ist das ja in Ordnung. Ah, Schach habe ich ewig nicht gespielt. Ewig nicht. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal gegen den Schachroboter auf leicht üben. Wo schaltet die Kirche? Ob der Hai. Ja, sicherlich. Ob der Hai. Pfaffunterdur sagt, sie kommen aus der Tiefe. Sie kommen vom Schach. Es ist als V-Würsel in die neue Supermacht. Ist das euer Vereinsmotto oder was? Bist du ein Computer oder bist du ein Mensch? Ich glaube, du bist ein Computer. Kann ich hier eine Schwierigkeit auswählen? Ist vielleicht nicht die beste Seite. Ja, Stufe 1, das... Das wirkt fair. Oh, ich bin direkt weiß. Nee, warte mal, warte mal. Also, was wollen wir machen? Wir wollen unseren Läufer irgendwie rauskriegen können. Nee, das wäre ja ganz schön dumm. Lieber mal nur so hier. Aber was hast du denn vor? Na gut, so dumm ist er dann doch nicht, der Computer. Ich dachte kurz. Nee, geht gar nicht. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, auch irgendwas mit meinem Springer zu machen. Ja, schlag doch mal was hier! Habe ich meine Deckung hier ganz umsonst aufgestellt, oder was willst du mir sagen? Na, wirklich rauskommt, tue ich jetzt trotzdem nicht mit meinem Läufer. Ah, zumindest mit ihm hier.
Ah, verdammt, nein! Das war ja richtig dumm. Nö! Jetzt schon richtig verkackt. Was machen wir jetzt? Mein armer Läufer! Nein! Ah, so, jetzt ist er sicher. Jetzt ist er sicher. Zeit schinden. Ah, oh, Schach. Na, ach so, okay. So. Nein! Nein, meine Dame! Nö! Gegen die leichteste Stufe! Oh, mein Pferdemann! Wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Ein Turm und die Dame weg! Nö! Verzieh dich! So. Ah nee, der hat den hier auch noch. Scheiße. Oh, was war das denn? Das habe ich nicht gesehen. Tja, das habe ich auch wieder mal nicht gesehen. Nein. Nein. Nee, der ist gedeckt. Mein Läufer. Was? Hä? Was? Darf ich da nicht hin, oder was? Ah ja. Ich bin auch nicht Schachmatt, oder was? Nee. Warum bin ich denn nicht Schachmatt? Wo kann ich denn noch hin? Ich kann auch nichts mehr machen. Hier kann ich nicht hin. Und hier kann ich nicht hin. Und hier auch nicht. Ach so, ja, doch, Schachmatt. Da steht's da ja.
So, Niki, was geht das hier? Aber ist doch auch gut. Frech. Nein, was war das denn? Du mieses Schwein. Die Dame abgetauscht. Mieses Schwein. Was sind hier diese grün hinterlegten Felder, du? Einfach nur super blind. Oh. Hä? Geh hier hin. Ach so, ich bin im Schach oder was? Oh. Ey, jetzt! Jetzt lass doch mal! Hey, hör auf! Das ist Mobbing! Das ist der Witz. Alter, was? Ey! Was? Ist der irgendwie dumm? Und ein Läufer gegen Pferd, ist das ein guter Tausch? Ich meine, er ist jetzt auch nicht gefährlich hier oben. Oh, der kennt meinen Turm! Nee. Finger weg vom Turm, mein Lieber. Ich will meinen Läufer eigentlich nicht wegtauschen. Gegen so einen ollen Zossen da. Oh. Tja, da wurde mir die Entscheidung zumindest mal abgenommen. Was hast du denn vor hier, ha? Ah, der ist hier gedeckt. Mann, ich sehe das alles immer nicht. Oh. Der will mich hier mit seinen komischen Türmen schachmatt setzen. Nee, das geht ja nicht. So, das Spiel kann ich aber mitspielen, mein Lieber. Ah, oh, er hat ihn gar nicht geschlagen. Warum du? Feigling. Okay.
kleiner Feigling. Verdammtes Schwein. Nein! Mann, warum bin ich so dumm? Nein! Mann, hör auf, mir alles wegzunehmen, du! Du Verbrecher! Nee, dann stehen die ja voreinander. Das ist ja, bringt ja nichts. Oh, jetzt will er dasselbe machen. Wie komme ich mit meinem Bauern da hoch? Hier. Dann schlägt er mich. Dann schlag ich ihn. Aber dann stehe ich hier vor seinem komischen Kumpel da. Das bringt doch nichts. Na, spielen wir es mal aus. So. Zack. Nein, er hat ihn weggemacht. Ja, jetzt ist schwierig. Ich habe das Gefühl, das gewinne ich nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das wird schwierig. Ja, los, hol deine Dame, du! Verdammtes Schwein. Ja, komm. Okay, ein dritter Versuch. Moin, Wadisch. Vielleicht mal was anderes hier. Mal ein ganz anderer Ansatz. So. Mal ein bisschen offensiv spielen hier. So. Nee, du. Ja, und da sind wir wieder, ne? Wollen wir Damentausch machen? Na komm, los. Ah, er hat sich die Dame nicht gesnackt. Stattdessen holt er sich meinen scheiß Turm. Nein, schon wieder geht alles in die Binsen hier. Du miese Schwein. Du mieser... Nein. Meine ganze nicht existente Strategie. Ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt machen soll. Weiß ich auch nicht.
Nein! Nein! Du sollst doch den Bauern schlagen, damit ich dich dann... Nee, das war ja... Ach, nö. Oh, ich hab ihm noch gar nichts weggenommen. Das ist die schlechteste Runde von allen bisher. Was soll ich machen? Kann ich das als Screenshot Jan Gustafsson schicken und dann muss der das regeln? Was ich machen soll. Ich hab mich gefühlt in die dummste mögliche Situation gebracht hier. Ah, der dumme Computer, ey. Der Computer ist doch auf der leichtesten Stufe. Wieso ist der denn nicht dumm? Stockfisch-KI. Stufe 1. Ja, vielen Dank. Oh. Minuten überlegt dafür. Ach, Leute. So keine Lust mehr. So, zurück zu Geotesting. Reden wir nicht drüber.
Nun, er steckt viel Potenzial in ihm, Kappa. Er war stets bemüht. Ja, als Kind war ich, glaube ich, besser, als ich es jetzt bin. Da habe ich zumindest ab und zu mal gespielt. Tja, ja. Früher war alles besser. Na, ich in Schach, das stimmt zumindest. Ach ja. Malaysia oder was? Ah, da waren ganz schön viele chinesische Schriftzeichen. Das könnte auch wieder irgendein Hongkong-Außenbezirk sein hier. Das ist Englisch. Linksverkehr auch? Doch, doch. Ah, komm, das... Komm, es würde mich schon wundern, wenn es das nicht ist. Jo, zack. Okay, Osteuropa, here we go. Ja, das hilft. Ah doch, das hilft ja doch. Jetzt nur nicht verwechseln. Gut, 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 gut. Stadtland Fluss war eben im Chat vorgeschlagen. Da sehe ich mich eher. Da sehe ich bessere Chancen für mich. Es ist nicht Samoa. Das ist wahrscheinlich auch Virgin Islands, oder? Es ist auf jeden Fall ein US-Territorium. Ah, wieso wechselt sich hier die Fahrtrichtung andauernd? Und wieso fährt er hier überhaupt immer in der Mitte? Ist das jetzt Links- oder Rechtsverkehr?
Ich sag Virgin Islands, ich weiß es nicht genau. Muss es aber eigentlich sein. Jo, zack, zweimal. Schon gehabt. Ja. Spanisches Südamerika, große flache Ebene. Das sieht schon nach Argentinien aus. So, ich habe hier übrigens gleich ein Paket zum Auspacken wieder. Das machen wir gleich nach Geotastic und bevor wir mit der Primetime starten. Ja, komm, das ist Argentinien, oder? Ja. Spanisch. Das sieht ja aber komisch aus. Sind wir vielleicht in Europa? El Hierro? Was heißt das denn? Sí, sí, señor. El Hierro. Oh, europäisches Kennzeichen. Ja. Das sind ja auch wieder die lustigen Inseln. Ja, da sieht's immer so komisch aus. Ah, schönes Europa. Niederlande. Schweden vielleicht. Ja. Jo. Oh, gleich hier kurz vor hinter Stockholm hier oder was? Auf so einer Insel. Türkei. Easy. Hongkong Taxis. Easy. Porto Beach. Porto wie in Porto, die Stadt in Portugal? Nee. Kein portugiesisches Nummernschild dabei. Also ist das Spanien. Spanien? Oh, das ist ein Türken-C hier, ein türkisches C. Dann ist es schon wieder Türkei, oder was? Ja. Ah, wie viel Türkei heute? Vierte Mal oder so. Oh, hier müssen wir kurz gucken. Wir haben Linksverkehr. Linksverkehr. Mm-mm.
Route 66, ja, das ist nicht Kanada, ne? Hier, USA, let's go. Oh, gleich auf der 30. Deutsch, was ist hier Gösser? Das ist doch österreichisch, oder? Das ist doch Ösibier. Ha, so, jetzt ist der Hals, glaube ich, ein bisschen freier. Südamerika. Könnte Kolumbien sein. Gelbe Nummernschilder bestätigen das. Und wir haben die 30. Und das sieht auf den ersten Blick ein bisschen nach Uruguay aus. Aber das sieht nach Australien aus. Ich frage mich, wie gut ich mit Simon beim Tag-Team-Turnier abschneide. Ob wir vielleicht Letzte werden oder es vielleicht ins untere Mittelfeld schaffen. Wenn wir nicht Letzte werden, bin ich schon zufrieden. Ah. Greco. Okay. Ah, oh, fucking Gibraltar. Okay, der letzte Versuch für heute. Der letzte Versuch. Manawak. Ist das Asien? MacArthur Highway. Ist das Philippinen? Ja. Oh, Baby. Uruguay. Safe. Nee, nee. Nee, 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 nee. Das, oha. Nicht so risky sein hier. Neuseeland. Ja, 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 ja. USA, im schlimmsten Fall Kanada. Ja, und das war's mit dem letzten Versuch. Na gut. Na gut. Wie lange ist das denn her, dass wir Wiki gespielt haben? Holy shit. So. Ich gehe jetzt kurz auf die Toilette und dann komme ich mit dem Paket zurück und danach spielen wir endlich Wiki weiter. 41,4 Stunden, dann machen wir auch bald die 50 voll. Bis gleich.